Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir werden uns heute in der Himmelsfeste ein wenig umhören und umschauen und mit unseren Leuten quatschen. Bei ihr ist, glaube ich, gerade ein Rufzeichen zu sehen. Die Dichte muss wohl noch warten. Verzeiht mir die Störungen, Eminenz, doch euer Tatenglanz begeistert mich. Ich bin Meriden, eine bescheidene Bardin. Dieses Lob hört man immer gerne und ich denke mal, eine Bardin wäre auch immer wieder praktisch, um unsere großen Taten zu verbreiten und so mehr Leute zur Inquisition zu bekommen. Was könnt ihr für die Inquisition tun? Eine einfache Sache, wie ihr wisst. Die Herzen erfreuen mit meinem Gesang. Zu verbreiten, was ihr habt geleistet, ist mein kleiner, doch wichtiger Beitrag. Vielleicht verdiene ich sogar dabei. Sehr schön. Hoffentlich nicht so eine Bardin, wie es, glaube ich, Liliana früher war, die dann eigentlich doch eine Attentäterin ist. Seid ihr eine Bardin, wie die aus Orlais? Himmel, nein. Mein Leben ist die Minne. Ich kämpfe mit Worten, nicht mit Klingen. Ich hoffe, ich kann euch irgend helfen, indem ich besinge eure Taten. Dann fahrt damit fort. Ich tue, was ich kann, Inquisitor. Interessant, ich dachte, bei ihr wäre diese Questmarkierung, die da gerade liegt, die da gerade zu sehen ist, oder ist das wieder diese Phantom-Quest-Markierung, die immer wieder auftaucht, aber nicht wirklich was zu bedeuten hat. So, schauen wir mal, ob der eiserne Bulle noch etwas zu sagen hat. Wisst ihr, ich habe ja kein Problem mit Orlesianern, aber Halam Shiral war das Letzte. Unter dem Kuhn reißen sich die Leute wenigstens nicht gegenseitig den Arsch auf, während das ganze Land vor die Hunde geht. Tja, da hat er leider recht. Das ist echt eine sinnlose und dumme Angewohnheit. Ich hasse die Politik. Dann beneide ich euch nicht um eure Aufgabe, Boss. Ja, vielen Dank. Aber jetzt können wir auch den eisernen Bullen abhaken. Ah, hier ist vielleicht die Quest. Nein, nur eine Mitteilung. Dann ist als nächstes Sarah an der Reihe. Und ich glaube, hier in der Taverne sitzt ja auch Cole immer wieder, beziehungsweise kann man ihn anreden. Ihre Tür ist zu, wieso das denn? Einen für die Kaiserin, für Gaspard, Briella, die Herzogin und Corypheus, voll auf die 12. Ja, das könnte jetzt blöd werden, wenn ich die Türe zu früh aufgemacht hätte. Denkt ihr, all diese Leute verdienen dieselbe Behandlung? Nach Halam Shiral? Irgendwie schon. Sie töten allesamt kleine Leute und scheren sich nicht darum. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal, Hauptsache irgendein Arsch wärmt den Thron. Ein hübscher Arsch, zugegeben. Aber wie viele Leben ist der Arsch einer Kaiserin wert? Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Tja, wir haben leider Entscheidungen treffen müssen und da hätten ein paar Bienen, glaube ich, nicht geholfen. Wir haben das Schicksal eines Landes besiegelt. Ich denke, das war die Mühe wert. Natürlich. Orlais wird nie mehr sein, wie es war. Mal davon abgesehen, dass sich nichts ändern wird. Uah, wisst ihr, was das Wichtigste ist, das ich aus diesem Schlamassel gelernt habe? Diese eine Sache. Schlaft nicht mit Kaiserinnen. Denn nur darum ging es die ganze Zeit. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Wenn man das Ganze nur so einfach sehen kann, wie du es gerade tust, Sarah, wäre das doch schön. Es ging um weit mehr als den Streit zweier Liebender. Oh, sicher. Doch, wirklich. Wegen dem Loch im Himmel? Pff. Schwachköpfe gab es vorher schon und wird es auch danach geben. Vielleicht sollte ich mir ein paar Pfeile aufheben, was? Ach, Sarah, wie sie tickt, wird man wohl nie wirklich begreifen oder durchblicken. Gibt's bei ihr noch weitere Sachen? Ja, gibt's. Ihr habt ein Problem. Das da drüben ist eine volle Taverne, aber alle trinken allein. Halten sich wegen der Inquisition für was ganz Besonderes. Ich kann's nicht leiden, wenn alle jammern. Außerdem stolpern sie in ihre Schwerter, bevor Cori Funke sie schubsen kann. Spielen wir ihnen einen Streich. Halten wir sie ein bisschen zum Narren. Seid ihr dabei?
Was genau wird das Ganze bringen? Mir ist nicht ganz klar, warum ich meine Leute verärgern sollte. Seht mal, ihr habt für alles Experten. Und ich erkenne eine Horde grüblerische Langweiler, wenn ich sie sehe. Natürlich werden sie maulen, aber in Wirklichkeit werden sie denken, danke, dass ihr mich vom Ende dieser blöden Welt abgelenkt habt. Kommt schon. Ja, von mir aus. Könnte vielleicht ganz lustig werden. Geht ihr voraus? Was, wirklich? Ja, wirklich. Ich wusste, ihr seid anders. Gehen wir. Jetzt bin ich gespannt, was sie vorhat. Bienen? Ich denke, es werden Bienen sein. Das ist irgendwie ihr Markenzeichen. Okay, wo sind wir hier? Sind wir in irgendeinem der Türme? Und ich kann mich bewegen. So, jetzt kann ich mich bewegen. Schön. General Steif ist nicht da. Oh. Seht euch um. Kallens Büro. Etwas, das wir anstellen können, damit eure Soldaten was zu lachen haben. Ein Schreiben am Tisch, wie einfallsreich. Ah ja, Zentrum des Reichs und so. Was jetzt? Was jetzt? Wir können jetzt sagen, dass wir Kallen nicht also Kallens Autorität nicht untergraben wollen, oder wir tun es einfach. Ja, machen wir's. Also schön, Sarah. Was wollt ihr machen? Das Ding sieht schwer aus. Ich würde ihn nur ungern verschieben oder beschädigen. Alles klar, Kinderspiel. Wir müssen nur hier was unterlegen. Geschafft! Das fällt fast nicht auf, ist nur ein bisschen wackelig. Das wird ihn garantiert tierisch ärgern. Ich sag's einem der Soldaten und schon wirkt der General völlig normal. Und weil er für euch arbeitet, wirkt ihr dann auch völlig normal. Los, machen wir weiter! Ah ja, genau. Das sorgt also dafür, dass er normal wirkt. Verstehe. Mann, die Kleine hat echt einen Schaden. Ich befürchte, das wird jetzt gegen alle unsere drei Berater irgendwie gehen. Ich hoffe mal nicht. Doch, jetzt ist Josephine dran. Also schön, kleine Lady Zimperlich. Sucht irgendwas, das ihr am Herzen liegt. Okay. Hier die Tür? Was? Was, nur die Tür? An der sie jeden wichtigen Schwachkopf begrüßt? Ja. Aber ich... Wir können noch Josephine nichts tun. Sarah, ich kann der wichtigsten Repräsentantin meiner Inquisition doch keinen Streich spielen. Och, natürlich nicht. Ihr müsst schließlich den Schein wahren. Das wäre ja so gewöhnlich. Also gut, dann seid eben ernst. Gehen wir. Gut. Kallen von mir aus. Liliana, wenn du dein Leben riskieren willst, okay, aber nicht Josephine. Gut, wo wir gerade von Liliana gesprochen haben. Ein verschlossenes Kästchen, aha. Was ist das? Eine verschlossene? Nein, lieber nicht. Ihre Geheimnisse interessieren mich nicht. Ich will nur meinen Spaß. Wir könnten ihren Boten Rübswasser... Nein. Vögel furzen nicht, aber sie flattern und, Wer ist da oben? Entweder geben wir es zu erkennen oder wir laufen. Wir laufen. Los! Ihr seid lustig. Manchmal jedenfalls. Mehr als die meisten. Dadurch wirkt ihr normal. Wenn ihr immer nur den Herold spielt mit ernster Miene und so... Dann klingt ihr ziemlich unheimlich. Das funktioniert zwar allerdings nicht lange. Sprach die Expertin für solche Dinge. Ich würde sogar mit Torten werfen, um die Leute zu beflügeln. Torten sind toll. Und Corifatius würde sowas nie machen. Das ist gut für euch, versteht ihr? Denn von unten sehen alle da oben irgendwie gleich aus. Egal, hat Spaß gemacht, Inquisitor. Trinken wir auf das Leben, bevor ihr sterbt, ja? Moment, warum steht da Kallen gerade in Unterwäsche hinter mir? Aber... Da hinten, ich könnte schwören, standen gerade Josephine und daneben Kallen in Unterwäsche. Ich hab's mir wohl nur eingebildet, oder es ist irgendein Fehler im Spiel gewesen. Was geht's? Gut. Das wäre nun mal alles bei ihr. Wieder, falls ich euch brauche.
Das heißt, Sarah ist auch abgearbeitet. Als nächstes würde ich mal sagen, wir schauen, ob Cole oben im zweiten Stock zu finden ist. Jawohl, da ist er auch schon. Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn Sie gesagt hätten, was Sie wollten. Ach. Da hast du leider recht, Junge. Ja, das hätte alles deutlich einfacher gemacht. Die Farben waren allerdings schön. Okay, wollen wir irgendwo hingehen? Was das jetzt wohl bewirken wird? Würde es euch gefallen, mal hier rauszukommen? Und vielleicht irgendetwas Lustiges zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie versucht. Na komm schon. Okay, jetzt animiert also der Inquisitor Cole dazu, was, Streiche zu spielen? Inquisitor, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Werdet ihr allein speisen, euer Gnaden, oder dürfen wir noch weitere Gäste erwarten? Also füllt der Cole jetzt zum Essen in Olay aus? Egal. Cole wird schon von niemandem bemerkt, wie es ausschaut, also sage ich einfach, dass noch jemand kommt, damit für Cole auch gedeckt wird. Es könnte sein, dass noch ein Freund dazu kommt. Natürlich, euer Gnaden. Hier entlang, bitte. Ich wünsche wohl zu speisen, euer Gnaden. Ihr könnt es ihr sagen. Sie wird lachen und es dann tun, weil sie euch liebt. Sie will euch glücklich machen. Und da ist Cole wieder voll bei der Arbeit. Ihr habt etwas in ihm gesehen, das nach Zuspruch verlangte? Er will, dass seine Frau seine Hände an die Bettpfosten bindet. Mit kleinen Seidenbändern. Er befürchtet, sie wird ihn dafür hassen. Sie hat das nur gesagt, weil sie neidisch auf eure Schuhe war. Erinnert euch an seine Hand auf eurer Hüfte, als die Musik schneller wurde. So viele kleine Verletzungen, selbst hier weit entfernt von Schwertern und Schlachten. Früher hätte ich sie nicht gehört. Jetzt kann ich es, dank euch. Ah, okay, das heißt, wir sehen jetzt, was aus Cole wird oder wie Cole sich entwickelt, weil wir ihn mehr zum Geist gemacht haben. Ihr helft ihnen also mit ein paar geflüsterten Worten? Mit den richtigen Worten und dem, was ich bin. Ein klein wenig von mir macht die Fröhlichkeit stärker, sodass der Schmerz verblasst. Aber ich stehle ihnen den Schmerz nicht. Der Albtraumdämon in Adamant hat das gemacht. Er hat ihnen etwas genommen, um selbst wachsen zu können. Ich helfe ihnen zu heilen. Sie müssen niemals erfahren, dass ich hier war. Ihr habt mich besser gemacht. Ja, gut, dass es ihm so gefällt. Wäre interessant zu wissen, wie es denn ausgegangen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Tut, was auch immer ihr misst, Cole. Erinnert euch an den alten Maurice. Zu stolz, um zu vergeben mit knorrigen Händen, die die Lehne eines leeren Stuhls umklammern, geht einen anderen Weg. Könnte aber recht anstrengend werden, mit so einem Freund essen zu gehen. Früher. Er war mein Freund, aber er wusste nicht, was ich war. Als er es herausfand, veränderte er sich. Ich verlor ihn. Ihr habt es herausgefunden, euch aber nicht verändert. Ihr habt mich nicht verändert. Ihr ließt mich dies sein, ließt mich mehr sein. Danke, dass ihr mir geholfen habt, es wiederzufinden. Dass ihr an mich geglaubt habt. Ihr wisst nicht, welche Bedeutung das hat. Ja, vermutlich können wir nicht nachempfinden, wie sich das anfühlt. Ich bezweifle, dass ich das jemals werde, aber ich habe es dennoch gern getan. Ihr müsst es nicht tun. Früher war es eine Hilfe, doch jetzt nicht mehr. Lasst es hinter euch. Ihr wart verängstigt und habt versucht, ihnen zu zeigen, dass ihr stark seid. Sucht ihn auf. Sagt ihm, dass es euch leid tut. Die Frau in dem roten Kleid denkt, ihr würdet nackt gut aussehen. Sie will, dass ihr jemand Komplimente über ihren Hut macht. Sie werden es nie wissen. Aber ich weiß es. Dank euch. Ach ja, Cole, du bist schon schön merkwürdig. Also das war der Ausflug, der Cole so viel Spaß bereitet hat. Interessant.
noch immer hinter den Vorhängen im Lesesaal und betrachtet die Blutlache auf dem Boden. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt hier stehen. Das waren jetzt, wie es aussieht, alle Informationen, die wir von ihm bekommen haben, oder zumindest alle Dialoge und Szenen, die es momentan von ihm gibt. Dann gehen wir mal raus und schauen uns draußen um. Laut der Karte, den Bereich haben wir abgearbeitet, würde ich mal sagen, wir gehen zu Cullen. Cullen vergesse ich gerne, beziehungsweise lasse ich gerne immer wieder aus, weil ich einfach nicht dran denke, zu ihm zu gehen. Der liegt da relativ abseits. Gut, hier ist noch nicht aufgeräumt worden. Und hier haben wir ein paar von den neuen Ankömmlingen wahrscheinlich. So, hier haben wir Cullen. Reden wir mal mit ihm. Ob er was zum Streich sagt? Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Heißt das, ich habe gewonnen? Nein, nein, spielt ruhig weiter, Jungs. Bitte, meinetwegen müsst ihr nicht aufhören. Also gut, ihr seid am Zug. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich. Ein dann seid ihr interessantes Spiel. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Ja klar. Warum denn nicht? Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat. Was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. So, also wir haben jetzt die Möglichkeit, wie wir dieses Spiel beenden wollen. Wir könnten schummeln, ihn gewinnen lassen oder fair spielen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall fair spielen. Mal schauen, wie es ausgeht. Aber davor ein bisschen was über seine Familie fragen. Ihr habt Geschwister? Zwei Schwestern und einen Bruder. Wo sind sie jetzt? Sie sind nach der Verderbnis nach Südhang gezogen. Ich schreibe ihnen nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Ich bin dran. Gut, und wir bleiben dabei, fair zu spielen. Na schön, dann zeig mal, was ihr könnt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Ja, da hat er recht. Und wir sollten, wenn wir schon uns privat unterhalten, die Förmlichkeit noch lassen. Wir haben genug zusammen durchgemacht, um die Förmlichkeiten zu vergessen und einfach miteinander zu reden. Ja, ich denke, das haben wir. Könnte sich eine richtige Freundschaft daraus entwickeln. Ich schätze, ihr habt gewonnen. Gut gespielt. War's das schon mit diesem Gespräch? Oder kommt da jetzt noch etwas? Nein, das war's anscheinend wirklich. In der nächsten Episode werde ich gleich nachschauen, ob wir mit Cullen noch mehr reden können oder ob's das schon war. Für die heutige Episode sage ich danke, dass ihr dabei wart, hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.